Let's Play Hogcraft. Folge 8. Finalfolge, leider Gottes. Ich hatte mir vorgenommen, zur Diagon Alley zu fahren mit dem Zug. Aber zuvor würde ich doch zu gerne noch den Ravenclaw Schlafsaal finden. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt wenigstens ein paar Minuten. Und wenn wir es dann wirklich nicht finden, dann lassen wir es halt. Aber dann hätten wir wenigstens auch alle vier Schlafsäle gesehen. Hier geht es überall runter. Ich will eher nach oben. Aber ich glaube, wir kamen hier auch irgendwie raus. Ja, hier waren wir nämlich schon mal. Wo kommen wir jetzt hier nochmal raus? Okay, das sieht mir aber nach einem Turm aus. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Das sehen wir wahrscheinlich gleich. Weil ich glaube ja immer noch, dass wir in einen Turm müssen. Wo sind wir denn hier? Irgendwie Klassenzimmer. Da drüben ist ein Turm. Kommen wir irgendwie in die Richtung? Jawohl, hier. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, aber hier hoch. Hier sind wir, glaube ich, noch nicht hoch. Oder doch, natürlich halt doch. Nein, ja klar, doch. Hier waren wir schon. Stimmt. Verdammt. Und hier? Na doch, hier kommen wir zur großen Treppe, jawohl. Genau, das ist das. Verdammt. Komm schon, ich würde so gern den noch finden. Dumbledores Büro, weiß ich nicht, ob das überhaupt gibt. Das wäre was man auch, glaube ich, hätte weglassen können. So, hier, lass mich mal kurz nach draußen gucken. Hier ist noch ein Turm. Und ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Classroom B. Doch, ich glaube, hier waren wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke jetzt nicht die ganzen Klassenzimmer an. Ich will eigentlich bloß kurz gucken, ob wir hier irgendwie... Yes! Mohaha, ich bin genial. Entschuldigung. Ich habe meine blöden narzisstischen Anwandlungen, aber jawoll! Ich habe mir in der Pause noch überlegt, guckst du nach, wo er ist, damit wir hinkommen, aber ich dachte, nein, den will ich selber finden. So, dann gibt es jetzt nochmal 5 Minuten lustiges Truhen auf und Zugemache. So, das ist, ich finde, der bisher schönste Schlafsaal, weil der hat noch größere Fenster als der Gryffindor-Schlafsaal. Ist nichts mehr, dann gehen wir mal nach oben. Coole Treppe. Und gehen zuerst zu den Jungs. Okay. Ah, hier hat er aber dran gespart. Hier gibt es für die Jungs nur einen großen Gemeinschaftsschlafsaal. Nein, Alter, hör mal auf mit diesem ständigen Hinlegen. Ah, da ist noch jemand. Wir haben übrigens schon, wie viel haben wir jetzt? 90. Wir haben 102 Diamanten gefunden. Also wir sind jetzt schon 2 über meiner Schätzung. Bin gespannt, wie viel wir noch bekommen. Halt. Da ist schon der nächste. So, damit haben wir tatsächlich alle Schlafsäle abgehakt. Genial, hey. Da bin ich jetzt gerade, ganz ehrlich, ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich das allein gefunden habe. Weil, wie gesagt, beim Suchen bin ich normalerweise Katastrophe. Okay, das heißt aber auch, dass wir in diesem Turm noch nicht waren. Habe ich ja gerade reingeguckt? Ja, ich glaube, ja. Geil. Dann waren wir nämlich auch in dem Klassenzimmer hier unten noch nicht. Da gucken wir dann gerade auch noch rein. Aber hier scheint... Nein. Das ist keine Truhe. Gut, dann jetzt ab zum Diagon Alley, was auch immer das ist. Ich habe so die leise Vermutung, dass es die Winkelgasse sein könnte. Ich weiß es aber nicht. Ihr wisst es bestimmt. Hier geht's noch runter. Wo geht's eigentlich hier lang, wenn ich mal so fragen darf? Ah, noch zu den anderen Klassenräumen. Ach komm, wenn schon, denn schon. Die Folge hier wird eh länger. Völlig überraschend. Ich denke immer, vielleicht kommen wir hier irgendwo, vielleicht ist hier irgendwo noch ein Geheimgang, dass man durch so ein Bücherregal durchkommt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Hier eine Truhe, nein. Nein, 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 schade. Hier was, nein. Das finde ich auch cool, dass hier immer so Tische mit so einem Schachbrett hat. Das sind einfach kleine Details und die schätze ich sehr. So, ist hier noch jemand? Nein, schade. Okay, jetzt sind wir, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Ah, hier sind wir, okay. Gut. Dann weiß ich, glaube ich, wo wir hin müssen. Jawohl, wir müssen jetzt hier rüber. Da lang, da lang, da rein. Nein, hier sind wir falsch. Oh Gott, mein Orientierungssinn. Ja, jetzt sind wir aber richtig.
Hierhin wollte ich. Und jetzt müssen wir uns ja vermutlich gerade schon vom Schloss verabschieden. Ich glaube nicht, dass wir nochmal hierher kommen werden, wenn wir mal in der Winkelgasse sind, weil das wird vermutlich eine Weile dauern. Aber wir verabschieden uns, wenn wir das ganze Schloss im Blick haben. Ach, Hogwarts, du hast mir in diesen 8 Folgen riesengroße Freude bereitet und ich bin mir sicher, dass ich nochmal hierher kommen werde. Und wenn es nicht, ich wollte gerade sagen beruflich, wenn es nicht im Dienste von Slendytube ist, dann komme ich hier privat nochmal her, bin ich mir ganz sicher. Tschüss. Was haben wir vergessen? Ich weiß es nicht. Mir fällt gerade auf, guck mal darüber in dem Turm, wo mein Fadenkreuz gerade ist, diese 4 Türme da nach draußen, nach allen Enden, da waren wir, glaube ich, auch nicht. Kann das sein? Verdammt. Naja. Und Dumbledores Büro könnte irgendwo hier in der Spitze drin sein. Ah. Nein, wir haben, glaube ich, nicht alles gesehen, aber was soll's. Wir gehen jetzt erstmal zur Diagon Alley. Vielleicht haben wir danach noch Zeit. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt erstmal sehr gespannt, wo wir da hinkommen. Was mir übrigens noch eingefallen ist, was auch noch als. Also, das ist jetzt kein wirklicher Ort, der in Harry Potter vorkommt. Also, was man hätte theoretisch auch noch irgendwo hin machen können, wäre das Star. Ach, Quatsch, nein. Das Stadion, wo Harry gegen den Drachen kämpft, das ist doch im Buch das Quidditch-Stadion, oder? Ja, ich glaube. Okay. Meine Schuld, das stimmt nicht, was ich da wieder palaber. So, wir holen uns mal ein Minecart. Nein, wo ist es da? Next Stop, Diagon Alley. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Jetzt. Yippie, da waren alte. Stopp, 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 stopp. Nein! Ah, nein, es bleibt sogar stehen. Okay, es bleibt nicht stehen. Gut, das holen wir nachher wieder. Entschuldigung, ich habe gerade eine Truhe gesehen. Ich glaube, die haben wir bei unserem Besuch in Hogsmeade nicht entdeckt. Nein, haben wir nicht. Guck. Schon wieder ein Diamantchen gefunden. Was ist eigentlich bitter wäre, wenn wir nur einen Minecart gehabt hätten. Dann hätten wir jetzt nämlich dem hinterher. Ah ne, jetzt bleibt davon. Ach, warum bleibt das jetzt schon wieder stehen? Da muss ich es kurz holen, sonst knallen wir dagegen. Gott, bloß keine Schiene kaputt machen, das wäre auch scheiße. Weil ich ja keinerlei Blöcke hier habe. So, von hier aus müsste es gehen. Juhu! Durch die Lande. Boah, ich bin so gespannt, wo wir landen. Ich glaube, ich muss in Zukunft. Das könntet ihr mir eigentlich auch mal schreiben. Wie sieht's denn. Wie seid ihr denn aufgeschlossen gegenüber allgemeinen Minecraft-Adventure-Maps und ähnlichem? Würde euch sowas gefallen in Zukunft mal aus Slendytube ab und zu oder eher nicht? Habt ihr davon schon genug gesehen? Das ist völlig frei eure Entscheidung. Alter, wo geht's jetzt hier hin? Oh, da sehe ich was. Da ist ein Gebäude. Ist es die Winkelgasse? Ah, könnte sein. Interessant. Out of order. Okay. Next stop, Ministry of Magic. Okay, hier geht's zum Zaubereiministerium, aber ich befürchte, dieses Out of Order heißt so viel wie, das hat er nun nicht fertiggestellt. Oder? Verstehe ich das richtig? Hier geht's denn, nee, hier geht's nicht weiter. Ja, ich. Oh geil, dann gibt's wahrscheinlich irgendwann ein Update, dann kommen wir auch zum Zaubereiministerium. Alter. Das ist ja genial. Gut, dann gehen wir jetzt aber jetzt mal. Ist es die Winkelgasse? Jawohl, es ist die Winkelgasse. Alter, wie geil. Kommen wir gar nicht rein? Hallo? Ach, das ist ein Haus. Sag mal, ist es die Winkelgasse? Könnte sein, aber es sieht alles so eintönig aus. Diagon Alley. Oder muss man diesen Begriff sonst irgendwo herkennen? Die Ente wirkt auch leicht fehl am Platz. Kommen wir überall nicht rein? Das sieht ja so ein bisschen arg, das passt ja gar nicht zu dem rein im Prinzip. Bisschen Copy-Paste-mäßig aus.
Ist ja alles das Gleiche, aber ich glaube, das hat er wirklich alles selber gebaut. Aber was ist das denn dann hier? I suggest you turn around. Alles klar. Den Diamanten darf ich aber noch mitnehmen. Es würde mich jetzt trotzdem interessieren, was das hier sein soll. Das ist nämlich sicher nicht die Winkelgasse. Man kann ja hier keinen einzigen Laden rein. Oder kaum einen. Die Ente sieht geil aus. Hier können wir rein. Hilft uns aber nichts. Hier geht's auch rein. Aber auch hier ist nichts. Was soll denn das hier sein? Ich verstehe es nicht. Stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch? Soll das der Ort sein, wo Snape wohnt? Ne, halt, das heißt Spinner's End. The Leaky Cauldron. Was heißt The Leaky Cauldron, wenn ich fragen darf? Okay, das sieht doch schon ein bisschen geräumiger aus. Warte mal. Leaky Cauldron. Kann es sein, dass es der tropfende Kessel heißt? Oh Mann, ich bin so ein Idiot. Wir sind in London. Die Straße da draußen, das ist einfach... Moment. Die Winkelgasse kommt noch. Sie kommt noch. Aber das hier ist einfach London. Irgendeine Straße in London. Deswegen sieht ja auch alles so gleich aus. Das passt. Es regnet nur nicht. Das ist das einzig Unpassende. Können wir nirgends rein. Das sind einfach irgendwelche Häuser. Ich gehe sie trotzdem mal ab. Aus Hoffnung, irgendwo noch Diamanten zu finden. Und dann wird die Winkelgasse eben doch das große Finale. Haha. Ich war gerade schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Alter, aber ihr seht, wie aufwendig auch das hier ist. Also wenn ihr das wirklich alles... Alter, da geht's rein. ...selber gebaut hat, auch das hier. Meine Güte. Mann, oh Mann. Haha, cool. Ich weiß, es ist jetzt weniger spannend, aber ich möchte bloß kurz mal abgehen, dass wir mal überall drin waren. Ich weiß, was auf dem Schild da vorne steht. Alter, es tut meine Hand so weh. Fängt gerade an, übelst zu brennen hier. Aua. Was soll denn das? Das kann nicht vom Zocken kommen, weil... Das ist das Erste, was ich heute spiele. Ja, das habe ich mir gedacht. Vor allem ist es nicht die standardmäßige Zockerhand rechts, beziehungsweise links, je nachdem, welche Hand ihr so benutzt. Sondern, also der, wo ich im Prinzip auf BASD drauf bin. Die brennt irgendwie. Aber also innerlich, nicht äußerlich. Komisch. Warum erzähle ich euch eigentlich was? Vergiss das. Entschuldigung, falls ich euch jetzt irgendwie, falls ihr gerade was esst und so, tut mir leid. Das ist übrigens eine Angewohnheit von mir beim Let's Play gucken. Also ich gucke ja selber auch sehr, sehr viel Let's Plays, muss ich zugeben. Ich muss da irgendwie immer was dazu essen. Oder ich esse da oft was dazu, sagen wir es so. Ich weiß nicht, so eine Angewohnheit. Kleiner Tipp, esst nichts während einem Horror-Let's Play, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Beziehungsweise wenn es ein Spiel ist, wo die Schocker immer wieder neu sind, wie bei Slender. Wenn ihr gerade den Mund voll Essen habt und erschreckt euch, ist das ein ganz, ganz dummer Effekt, glaubt mir. So, das war London. Unfassbar spannend. Jetzt will ich in die Winkelgasse. Ich habe irgendwie das Gefühl, bin ich an der schon wieder vorbei. Nein, da vorne. Wow, krasse. Cool gemacht. Finde ich, also, ich muss so sagen, so finde ich es echt geil. So. Hier geht es also zur Winkelgasse. Hier waren wir schon. Dann gehen wir noch kurz nach oben. Da haben wir noch nicht ganz fertig geguckt. Hier lang sind wir noch nicht. Geht's wieder runter. Da gehen wir nachher gleich runter. Ist nicht wahr, Alter, da sieht man sogar Gringotts. So, die Folge wird eine extra Mega-Überlänge haben, vermute ich mal. Also da werden wir wahrscheinlich fast auf eine halbe Stunde kommen mit der Folge. Aber ich glaube, das ist es wert fürs große Finale. Denn es ist ja nicht nur das Finale von Hogcraft, sondern das Finale von Slendytube für die nächste Zeit. Kann ich eigentlich gerade mal, während ich hier die Räume durchsuche, euch genau sagen. Also,
Diese Folge hier wird vermutlich, wenn alles nach Zeitplan läuft, am Freitag, den 21. Heute müsste Freitag der 21. Februar sein, wenn ich alles auf die Reihe gekriegt habe. Dann wird es ab jetzt für vermutlich 4 Wochen, vielleicht ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht, für 4 Wochen erstmal keine neuen Videos geben. Das heißt aber nicht, dass es keine Videos geben wird. Ich habe 3 komplette Let's Plays oder 3 Großteile von Let's Plays aufgenommen, jeweils circa um 20 Folgen rum, die ich hochladen werde während dieser Zeit, damit ihr nicht ganz auf Videos verzichten müsst. Die sind alle voraufgenommen, also ich kann da gar nicht dazu darauf reagieren, wenn ihr irgendwelche Änderungswünsche oder sonst was sagt, also oder auch auf Tipps kann ich leider nicht reagieren. Also ja, das wird dann, und dann wird es täglich jeweils ein Video geben aus diesen 3 Let's Plays, immer abwechselnd. Und ich vermute, dass wir da dann ganz gut durchkommen. Und sobald ich dann das schriftliche Abitur hinter mir habe, das ist dann eben 4 Wochen später dann fertig, dann habe ich ja erstmal 2 Monate Pause bis zu den Kommunikationsprüfungen und bis zum, ui, 2 Diamanten in einem Raum, und bis zum mündlichen Abi. Und sobald ich das schriftliche habe, das ist die Hauptarbeit, das ist das meiste Lernen, also für mich zumindest. Und deshalb werde ich danach dann bestimmt wieder mal da sein, und dann vielleicht vor dem mündlichen und vor den Kommunikationsprüfungen wird es dann vielleicht nochmal eine Pause geben. Je nachdem, das werde ich sehen. Ja. So wisst ihr das auch. Und jetzt geht's in die Winkelgasse. Mir jetzt noch einer sagt, wie ich dahin. Ah, vielleicht über den Knopf. Oh, leck. Oh, leck. Die Folge wird ewig lang. Kursbooks, hui. Interessant, kann man da irgendwie durch die Bücherregale irgendwo durch? Kann man vielleicht, vielleicht nicht. Nein. Geld, okay. Was haben wir denn hier? Pottage Cauldron Shop, Kessel Shop, Kesselladen. Ich glaube, es kommt weder in den Filmen noch im Buch vor, wie der Kesselladen heißt, in den Harry und Co. einkaufen. Das finde ich auch das Geilste, die faltbaren Kessel. Scribbles, Writing Instruments. Okay, Inks. Bücher und Pergament. Federn. Geld. Schade, kein Diamant. Was haben wir hier? Terror Tours. Okay. Irgendwelche Führungen gibt es hier wahrscheinlich. Wohin auch immer. Wizard Books, okay. Es gibt hier einige Bücherläden, wie mir scheint. Hallo. Aua. So, ich drücke mich hier mal gegen jedes Regal. Es könnte ja tatsächlich irgendwo noch ein Geheimgang sein. Mademerkens Robes für alle Gelegenheiten. Gryffindor. Hufflepuff, wir tragen noch unser Hufflepuff. Jawoll. Tragen noch unser Hufflepuff-Outfit. Und zwar ganz stolz tun wir das. Sludge and Chicos Apo irgendwas, also Apotheke. Haben Sie denn auch Diamanten? Und halt auch wirklich hier wieder in jedem Laden die exakt richtigen Sachen, was die so verkaufen. Aber das ist halt mittlerweile, merkt man, das ist Standard bei dem. Daily Prophet Mad Square, also das ist so der Verlag oder die Verkaufsstelle des Tagespropheten. Ui, und die ist groß. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Halleluja, das ist ja riesig. Hier irgendwas? Nein. Ah, endlich mal wieder. Nein, ich will den haben. So. Okay, wir kommen jetzt doch deutlich über 100. War meine Schätzung ein bisschen zu niedrig. Oh. Die können wir alle nicht aufmachen, oder? Nein. So, was haben wir hier? Editor's Office. Okay. Hier arbeitet vielleicht Rita Kimcorn. Wer weiß. So, okay. Da waren wir schon, nein, halt, wir müssen in die Richtung. Ministry Press, okay.
Ministeriumspresse, was auch immer die genau macht. Print Press, Staff Only. Okay. Wir sind ja Verkäufer. Ach so, ist ja geil, das ist eine Presse. Ach so, ich dachte, wir kämen hier noch irgendwo hin. Schade. Oh, da geht es ja noch weiter in beide Richtungen. Flourish and Blots, der legendäre Buchladen. Filmgetreu mit zwei Stockwerken. Ob das im Buch so drin ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig. Hoho, geil. Ich baue auch, wenn ich selber Minecraft-Welten baue, ich baue sehr, sehr gerne mit Bücherregalen. Ich baue mir immer sehr gerne riesengroße Bibliotheken. Komm schon. Lass doch hier mal einen irgendwo ein Geheimgang sein. Dann fühle ich mich ein bisschen bestätigt. Danke, Emma, dass du mir wenigstens zupflichtest. Okay, hier geht's nirgends hoch. So, gehen wir zuerst nach Gringotts? Nein, wir gehen zuerst mal hier noch außen rum. Weasley Wizard. Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Yay! Der wahrscheinlich coolste Laden. Die haben doch bestimmt Diamanten da. Ah, aber vor allem verschiedene Tränke. Da steht es auch an der Seite, was das alles ist. Ich gucke gleich mal nach. So, was haben wir hier unten? Our very own Skiving Snack Boxes. Okay. Peruanisches Instant Finsternispulver. Leprechaun Gold. Verlangsamungstrank, Liebestrank, oh, was ist das da oben? Ach, wir können mal hochklettern. Wobei, können wir es auch nicht besser lesen. Run through fire. Ah, okay, und Feuerresistenztränke. Cool. So. Florian Fortescues Eissalon. Vanille, Schokolade, Erdbeere, Cookie. Blut, nur für Vampire. Und Pischfurt. Was ist denn Pischfurt? Keine Ahnung. Hallöchen. Oh, hier gibt's Eis. Brot. Ollivander! Hier ist aber. Ach gut, hier ist es immer so dunkel, richtig. Wenn es hier keine Diamanten hat, wo sonst? Warum mache ich die Truhe eigentlich gerade von hinten auf? Die oberen kann man definitiv nicht aufmachen, nein. Okay, da geht es nur nach oben. Hier ist nichts mehr, nein. Okay, klettern wir mal nach oben. Was ist hier noch? Über? Die Geheimvorräte. Die ganz speziellen Zauberstäbe wahrscheinlich. Da ist er. Und da vermute ich, ist auch noch einer drin. Jawohl. Krass, krass, krass. Ich bin immer wieder begeistert. So. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt noch zuerst in die andere Hälfte von der Winkelgasse und danach zu Gringotts. Wizard. Genau. Ist nichts. Geheimgang? Nein. Hier auch nicht. Hier vielleicht? Nein. Okay. Ich glaube, ich soll es mal aufgeben. Armenius Quills. Madame Pimpernel's Beautifying Potions. Das schön, wenn es noch einen Geheimgang hier irgendwo gäbe. Das würde mich zutiefst zufriedenstellen. Okay, hier sind gibt's verschiedene Tränke. Ah, da war jemand. So. Ich mache das jetzt hier alles natürlich ein bisschen im Schnelldurchlauf, dass es nicht
ganz, ganz so lang wird. Da geht es in die Nocturngasse runter. Hier ist der Junk Shop. Aber ganz so ehrlich, was soll's? Es ist die letzte Folge. Die kann auch mal ein bisschen länger gehen. Hier vielleicht durch die Bilder durch. Nein. So, dann gucken wir mal in die Nocturngasse runter. The Manor. Scheint mir eine Kneipe zu sein. Haha. Scheint ein beliebtes Versteck für Diamanten zu sein. The Coffin House. Aha. Ach so, ich Idiot. Welcome to Underworld Market. Buy and sell legit goods here. Days since the raid 4. Dark Detectors, okay. Cool, also hier gibt's. Das hier ist der offizielle Laden für dunkle Künste und dunkle Artefakte. Artefakte, ja, sage ich ja. Und hier gibt es auch was zu trinken. Das ist natürlich wichtig. Halt. Die habe ich genau gesehen. Wow, jetzt haben wir gleich zwei Stacks voll. Fire Whiskey, Butterbeer, Pump. Ah, tatsächlich, das heißt wirklich Butterbeer. Jumpkin Juice und Mead. Alles, was das Herz begehrt. Komm schon, hier muss doch ein Geheimgang sein. Ah, ich gebe es auf. Nirgends lange, nein, gut. Spellbecks Bookstore, okay. Nochmal die Gelegenheit, durch tausende Bücherregale zu gehen. Wo ist mein Geheimgang? Komm schon, bitte. Ich täte alles dafür gerade. Aber auch hier gibt's keinen. Es ist so traurig. Halt, ich muss da lang. Closed until further notice. Okay. Oh, ich weiß, warum das hier geschlossen ist. Dankeschön. Und der zweite Stack ist voll. Achso, jetzt bin ich hier. Ist hier noch was? Haben wir hier vielleicht was vergessen? Nein, sieht nicht so aus. Jetzt bin wieder durch die blöde Spinnenwebe durch. So, gab es hier noch was? Sieht aber auch nicht so wirklich so aus. Nein, gab's nicht. Okay. Welche Mist. Um Gottes Willen. Und noch ein paar liebliche Musikklänge zum Ende hin. Halt! Genau gesehen. Dass die oberen Truhen noch nicht aufgehen, das lerne ich irgendwie auch nicht. Ich denke immer, vielleicht, es geht ja eine doch irgendwie und dann am Ende verpasse ich's. Leck, wie weit geht denn das noch? Feuer. Second-Hand-Books. Also ich entschuldige mich hier mal kurz für die wirklich unerhört lange Folge jetzt hier. Aber wie gesagt, es geht zeitlich nicht noch eine Folge. Ich habe das wirklich genau getimt und ich bin froh, dass ich jetzt so ein cooles Let's Play hier kurzerhand noch aus dem Ärmel geschüttelt habe. Oder so ein cooles Spiel vielmehr. Ob das Let's Play cool ist, das müsst ihr bewerten. Was brennt denn da eigentlich? Wow. Okay, hier geht's gar nicht rein. Borgin und Burgs. Was haben wir hier? Moribund, hier geht's auch nicht rein. Der klassische dunkle Artefakte-Laden natürlich. Hui. Ah, das brennt. Ne, das ist Glas. Ich dachte, da geht's durch.
Das könnte vielleicht das Ding sein, das Verschwindekabinett. Nein. So, hier müssen wir rüber, da geht's nicht rein. Mr. Malpeppers Apothecary. Selbst die dunklen Künstler haben ihre eigene Apotheke. Mann, sogar die Nocturngasse. Selbst die Nocturngasse hat er so ausführlich gemacht. Krass, krass. Nein. Magic Neep. Schon mal ein Grund, dass ich die oben auch aufmache. Ihr seht, manchmal geht's. Halt. So, jetzt geht mir auch wirklich langsam der Gesprächsstoff aus. Aber natürlich müssen wir noch zu Gringotts. Das ist wichtig. Waren wir schon? Nein, hier war. Ui, das ist ja geil. Let your sense open fully. Ah, das scheint mir so ein bisschen Esoterikladen zu sein. The future can be seen here. Oh nein! Zukunftsvoraussage. Wahrsagen. Moribund. Borg und Burg, da waren wir schon. Ach, hier sind wir einmal rum jetzt, okay. Ich glaube, das war's mit der Nocturngasse. Hier waren wir. Ja, hier waren wir schon überall. Gut, dann gehen wir jetzt noch zum Finale in Gringotts rein. Ich hoffe, dass das vielleicht nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das im Spiel jemals sage, aber ich hoffe, dass es das nicht ganz so groß ist. Weil so langsam wird diese Folge hier echt extrem lang. So, hier haben wir das Gedicht. Fremder, komm du nur herein, doch lass dir sagen und bläust dir ein, bla bla bla. Ihr kennt's ja. Wow. So, gleich mal, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man Gringotts reinkommt, gleich mal den Kobolden ihrer Diamanten klauen. Hier gerade drauf und dran zu sagen, vielleicht gibt es ja die Verliese nicht mal, aber in dieser Map, das ist. Natürlich gibt's die. Oder? Ich weiß aber nicht, wie man hier reinkommt. So irgendwie ein Knopf. Oder gibt's die echt nicht, die Verliese? Da ist doch ein Gang. Aber diese Türen kriegt man ja auch eigentlich per Knopf nicht auf. Sag bloß, es gibt die Verliese tatsächlich nicht. Naja, und durchbrechen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Naja gut, dann müssen wir es hier leider Gottes so beenden. Aber dazu gehe ich kurz raus zu meiner finalen mir fehlt das Wort, ist egal. So, mit diesem Blick hier. So. Zuallererst vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Einmal mehr oder jetzt nicht nur für dieses Let's Play, sondern allgemein vielen Dank, für dass ihr die Videos bewertet, dass ihr mich abonniert, dass ihr Kommentare schreibt. Das freut mich sehr, sehr. Glaubt mir, mir ist es am unrechtesten, jetzt eine Pause zu machen, weil ich liebe dieses, ich liebe es, Let's Plays zu machen. Ich habe da riesengroßen Spaß dran. Und wenn es den Leuten gefällt, dann gefällt es mir noch umso mehr. Aber wie gesagt, ich muss jetzt leider an meine Zukunft denken. Hahaha. Und deswegen gibt es jetzt, wie gesagt, 4 Wochen Pause. Das ist das letzte Video. Ich hoffe, ihr kommt über die Wochen auch mit den Let's Plays, die ich schon voraufgenommen habe. Ich kann es euch sagen, es sind 3 wirklich coole Let's Plays, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Das von mir. Dann nochmal vielen, vielen Dank an Mega Magic Media Man. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der diese Wahnsinnskarte gestaltet hat. Die war ja wirklich der Hammer. Ihr seht jetzt rechts oben einen Link. Wenn ihr auf den klickt, landet ihr beim YouTube-Kanal von eben besagtem Mediaman. Den könnt ihr gerne abonnieren, ihm ein Like geben, einen Comment schreiben, was ihr wollt. Unterstützt den doch, weil ihr seht, es ist ein Hammer, was der hier geleistet hat. Ja, unten in der Beschreibung habt ihr in den Infos habt ihr den Link, wo ihr genau diese Karte hier runterladen könnt. Ist nur ein Texture-Pack und eine Karte. Mehr müsst ihr nicht machen. Texture Pack installieren oder einfach in den Ordner rein, die Karte in die Saves rein und schon könnt ihr loslegen, könnt ihr noch ein bisschen erkunden.
Wir haben letztendlich 64, 128, 130, 140 Diamanten von 200 gefunden. 60 Stück sind noch irgendwo. Ich bin mir fast sicher, dass mein Gringotts noch irgendwo reinkommt. Dumbledores Büro haben wir nicht gesehen. Es gibt bestimmt noch einiges. Wie gesagt, schreibt mir in die Comments, ob ihr gerne noch eine weitere oder zwei oder drei Folgen von diesem Let's Play hier haben wollt. So, jetzt ist aber gut. 35 Minuten. Puh. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich. Ihr glaubt mir wirklich nicht, wie ich mich darauf freue, wenn ich wieder für euch Let's Plays machen kann. Wir sehen uns in 4 Wochen, beziehungsweise jetzt bei diesen voraufgenommenen Let's Plays, aber live sozusagen sehen wir uns in 4 Wochen. Ich wünsche euch eine super Zeit bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, tschüss. Bye bye.